Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Was hat denn der mich da so blöd angeguckt? Assassin's Creed Odyssey. Wir sind am, Baum des Herakles. Ja, Baum des Herakles. Liebt man ihn wegen der Legende oder wegen seiner Oliven? Egal. Wo ist der Priester? Da ist der Priester. Genau vor deiner Fresse, Cassandra. Ich danke dir für deine Verschwiegenheit, Adlerfrau. Grüßes, Augen und Ohren sind überall in diesem Heiligtum. Was kannst du mir noch über die Spartanerin und ihr Kind erzählen? Die Frau ließ die Decke des Kindes zurück. Wir wollten sie ihr wiedergeben, doch die Erinnerung war zu schmerzlich für sie. Wohin ging sie? Was geschah mit dem Kind? Krysis hatte recht. Du kennst die Regeln, Timoxenos. Du wirst ihren Zorn spüren. Pleistos, bitte! Stellt euch hinter mich, Priester. Ich kümmere mich um die beiden. Alter, was? What? What? Hilfe! Was war das jetzt? Oh nein, bitte sag nein. Nein, wo hat er jetzt gespeichert? Oh, bitte nicht. Bitte sag mir nicht. Vor der Quest noch. Bitte, Spiel. Du bist immer so unberechenbar. Am besten nach dem Gespräch mit diesem Pleistos oder wie der hieß da. Das sind ja dann 4 Gegner gewesen. Was ist das denn für ein Bullshit auch, ey? Ah, perfekt. Ich schwöre euch. Ey, oh, das geht mir so auf den Sack. Sehe ich nicht so. Dreieck. Zack. So, geht er zurück zum Baum oder wie sieht das jetzt aus? Ich glaube ja. Okay. So. Haben wir ja relativ gut gemacht. Es ist fast genau dasselbe, nur dass es Feuerschaden und Attentatsschaden macht, was ich aber nicht will. Spartanisches Söldlingstuch, auch das habe ich sogar bekommen. Alles klar. Asklepios sei Dank. Mögen die Kranken Ruhe finden. Asklepios sei Dank. Mögen die Kranken... War's das jetzt so?
Moment. Das war's jetzt so. Das war die Quest? Hä? Aber warum? Ich habe das Säuglingstuch gefunden, aber... Ja gut, okay, es war immerhin ein Hinweis, ne? Aber es war jetzt auch nichts Bahnbrechendes. Also ich muss ja sagen, diese ganze Suche nach der Mutter ist irgendwie mal vergebens. Die eine sagt mir, die ist mit einem Piratenschiff abgehauen, was schon der beste Hinweis war. Und die andere, wofür ich einen krassen Söldner getötet habe, oder auch einen Kultisten besser gesagt, die hat mir dann gesagt, ja, wir waren gute Freunde und die ist jetzt da. In die Richtung so, genau was Xenia gesagt hatte. Also komplett seltsam, diese ganze Questreihe. Irgendwie sehr, sehr... Bitte helft uns! Möge Asklepios ihr weiteres Leid ersparen. Sehr seltsam. Nicht, wenn die Götter unsere Gebete nicht erhören. In letzter Zeit kommen viele Kranke aus Athen in die Argolis und nur wenige gehen wieder. Das arme Mädchen leidet an derselben Krankheit. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Man hat mich vor der Adlerfrau gewarnt. Sie will nichts außer Drachmen für Blut, sagt man. Wir verschwenden Zeit, Priester. Wir können über meine Wünsche sprechen, wenn es dem kranken Mädchen wieder besser geht. Ihre Krankheit scheint unheilbar und sie breitet sich aus. Unsere Opfergaben konnten die Götter nicht erweichen. Schweine, Ziegen, alles stieß auf taube Ohren. Wir brauchen ein Biest, dessen Blut die Flammen für Asklepios entfachen wird. Und was schwebt euch vor? Es gibt Gerüchte über einen Stier mit einer Haut weiß wie Schnee. Er streift am Rande des Heiligtums umher. Geh nach Westen in Richtung Küste. Bring ihn mir lebend. Und ich bringe den Göttern ein Opfer dar, das sie nicht ignorieren können. Es berührt mich, dass du helfen willst. Aber ich weiß, weshalb du hier bist. Krysis ließ alle Priester schwören, der Adlerfrau keine Informationen preiszugeben. Sonst ist unser Leben verwirkt. Doch ich diene den Göttern und Kranken. Mein Schwur gilt ihnen. Das Gebiet ist groß. Könntet ihr mir genaueres über den Aufenthaltsort des Stiers sagen? Zuletzt wurde er auf dem Berg Kynortion nahe der Ruinen von Asine gesehen. Wenn ihr ihm am Ende doch die Kehle durchtrennt, wozu braucht ihr ihn lebend? Aber wir durchtrennen nicht einfach seine Kehle. Zunächst übergießen wir seinen Kopf mit Wasser. Wenn er nickt, fahren wir fort. Götter, Sterbliche und Tiere, sie alle müssen aus freiem Willen am Opfer teilnehmen, sonst ist es unrein. Um so viele Menschen zu retten, brauchen wir das Blut, die Knochen und das Fett des Biestes. Das war wieder Bullshit, ey. Erzähl mir etwas über Krysis. Alle scheinen sie zu fürchten. Wir brachten ihr alles bei, was wir über die Heilkunst wissen, über die Götter. Dann fand sie neue Lehrer, Menschen mit Masken. Sie haben sie verändert, ihr Herz verfinstert. Sie wurden ihre Götter. Mhm. Der Kult. Alles klar. Ich werde ihn finden. Ein Herz für eine Hand. Oh, sorry. Tut mir leid. Ich werde dich im Auge behalten. Das ist schön. So. Im nördlichen Teil des Berges Kynortion. Ah ja. Im nördlichen Teil also. Vielleicht. Hier so? Der Stier wurde jetzt in der Nähe der Ruinen von Asine gesehen. Also hier so. Weil ganz ehrlich, keine Ruine wird nicht als Fragezeichen angegeben. Das muss ja dann da irgendwo sein. Los, Hotte Hü, mein Pferdchen, ja. Let's go. Erstmal ein bisschen Holz sammeln. Los. Der weiße Stier. Bin ich zu spät? Oh, hier ist schon hier. Die wachen sicher gut auf. Ja, ich weiß, wer den Gegner markiert. Dankeschön, Spiel. Du bist echt toll. Oh, das ist einer nur? Ah, nee, ich wollte gerade sagen. Zwei, drei.
Von den Gegnern her geht's aber sogar noch. Den kann ich von da oben platt machen. Oh nein. Oh nein! Jetzt kommt der auch noch an. Och nö. Mein Holz. Mein Pferd denkt sich nur so, da gucke ich jetzt mal zu. Die wissen gar nicht, wo ich bin, oder? So, mal gucken. Oh nein. Ich seh dich. Komm schon, Feigling. So nicht. Scheiße, ich hätte ein Schattenattentat machen können, ey. Ja, hier, tschüss. Meine Güte, ey. Ja, der Jägerschaden ist wirklich wichtig. Ich merke auch gerade die ganze Zeit, wie viel Schaden ich mittlerweile auch mache. Er scheint nicht freiwillig gestorben zu sein. Ich nehme sein Herz für das Opfer mit. Das muss reichen. Oh, fühlt sich nicht sehr angenehm an. Oh, Löwe. So, perfekt. Habe ich hier auch alles? Antike Tafel. Wow. Das ist doch kein richtiger Gegner, Mann. Ich suche jetzt hier Gefangene und alles. Da ist einer.
Hä, wo soll denn jetzt die antike Tafel sein? Warte mal, die Ruinen gehen ja noch da hinten weiter. Aha, okay. Ich hoffe, dieses Herz reicht. Wenn Sie den ganzen Stier wollen, können Sie ihn selber holen. Zählt ja nicht als Mord, ne? Ne, gut. Ich bin so ein Arschloch, ey. Ich bin einfach gegen jede Fraktion. Ich bin einfach auf mich allein gestellt. So, dann befreien wir noch den da und danach bringen wir dann mal das Herz dann. Ich hoffe, dass dieses Jahr kein Assassin's Creed rauskommt. Ehrlich gesagt. Nicht, weil ich Assassin's Creed nicht leiden kann, sondern einfach, weil ich mal irgendein Assassin's Creed wieder mal durchspielen möchte. Ich meine, jetzt rein von der Hauptstory her werde ich das hier bestimmt durchspielen. Klar. Auf jeden Fall. Ich will die Story, ich will wissen, wie es weitergeht, aber ja. Na, wie viel EP kriege ich? 1500, ja. Ist okay. Aber jetzt mal rein vom Dingens, von der Größe und von dem allen Entdecken und so, pff, da werde ich das sicherlich nicht schaffen, bis Ende des Jahres, bis ein neues Assassin's Creed kommt, da durchzuspielen. Was der jetzt sagt. Wahrscheinlich, nee, das ist unrein, das geht nicht, bla bla bla. Hast du den weißen Stier? Ich konnte ihn nicht lebend fangen. Aber ich trage sein Herz bei mir. Das wird nicht reichen, um Asklepios zu besänftigen. Das Tier ist unfreiwillig gestorben und mit dem Herzen können wir nur für ein Leben beten. Bitte, Söldnerin, der weiße Stier gehörte mir. Meine Farm versorgt die halbe Argolis. Wenn ich sterbe, verhungern die Menschen. Ich flehe dich an. Mein Mann starb durch die Krankheit. Ich habe zwei kleine Kinder. Wer kümmert sich um sie, wenn ich sterbe? Ich habe Geld. Ich bezahle für deine Güte. Ist schon gut. Gib ihnen das Opfer. Das war dein Werk. Du entscheidest, wessen Gebet die Götter erreicht. Das Mädchen ist noch jung. Oh Gott, ich hasse Entscheidungen. Die reiche Frau hat aber zwei Kinder. Oh, zwei Kinder, die aber jemand anderes dann großziehen kann. Der Bauer, es wird auch noch einen anderen Bauer geben. Das Mädchen ist halt wirklich, es ist ein Mädchen. Es muss leben. Ich weiß, wie es ist, klein und verlassen zu sein. Betet für das Mädchen. Das wirst du bereuen. Keine leichte Wahl, Söldnerin. Aber so sei es. Der Rest liegt in den Händen der Götter. Ich habe meinen Teil getan. Zu der Spartanerin. Ihr kennt sie? Ihr Besuch bei unserem Heiligtum ist legendär, doch leider war das vor meiner Zeit. Der Mann, den du suchst, ist Midon, der ältere Priester. Er sprach oft von ihr, bevor er sich die Zunge herausschnitt. Die Zunge? Wenn er keine Kranken heilt, findest du ihn im Gästehaus. Er lässt sich dort häufig von den Bediensteten umsorgen. Danke. Das werde ich euch nicht vergessen. Und diese Menschen werden es dir nicht vergessen. Honesty.
Was? Gar nichts? Gar nichts hier gesehen? Was? Was hat der da gerade gelabert? Ich hab's nicht verstanden. Nochmal 10.000 EP. Einfach mal ruff auf den Nacken. So. Kein böses Wort. Wir haben auch noch eine neue Waffe bekommen, habe ich gesehen. Eine Keule, die aber eigentlich schlechter ist. So, mit Müder müssen wir also reden. Kann man die Dinger hier schon benutzen? Oh! Das geht ja sogar. Welchen Teil konnte man das zuerst machen? In Unity, ne? Ich glaube, in Unity ging das zu allererst. Nee, warte mal. Warte mal, war das wirklich Unity oder war das nicht schon Teil davor? War das nicht schon Teil 3? Ich glaube, es war Unity. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war Unity. War eigentlich auch ein... Oh. Ja, will ich. Niemand darf mich sehen. Ich wusste gar nicht, dass jetzt hier irgendwas passiert. Ah, sorry, da musste ich kurz niesen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört am Anfang. Eieieiei. Okay, niemand darf mich sehen. Wie viele sind denn hier? Ich verstehe. Okay. Der eine bewegt sich, das ist nicht so geil. Scheiße, die sehen was. Okay, Moment, ich habe eine Idee. Jetzt muss ich wieder hier hoch. So, weg hier. Bam. Jetzt geht das wieder los. Kennt ihr das noch? Dieses Is. Oh, oh. Ja, mit der Hilfe der Götter, mein Freund. Meine Güte, ey. Kommt ja auch noch so ein scheiß Söldner an. Warum auch immer.
Stufe 24, ja, der kann ruhig... Oh, nee, der hat wieder so ein Leoparden. Ja, ich will mal gucken. Okay. Ja, warum nicht? Ich kann ja mal ruhig herkommen. Leute, da ist ja noch einer. Und der hat nichts mitbekommen die ganze Zeit? Krass. War nicht schlecht. Oh, da ist er. Oder sie. Da ist ja noch einer. Sind einfach mal zwei Söldner. Nee, komm, lassen wir das mal. Ah, ich verstehe. Jetzt verstehe ich erstmal das Söldnersystem. Wenn ich zwei Söldnerbalken habe, dann kommen auch zwei Söldner an. Jetzt verstehe ich das erst. Nach 52 Folgen. Das ist natürlich doof. Wachen! Die sind tot. Und ihr seid sicher Midon. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krösus hat ihm das angetan. Ich dachte, er schnitt sie sich selbst raus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krösus davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm. Nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Die Spartanerin, war ihr Name Myrine? Oh. Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. War es ihr Kind? Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Midon betete für sein Leben. Okay. Hast du den Säugling Ach, das war, Das war Alexios, ne? Ihr habt das Kind gerettet? Nicht? Nicht? Lol. Er tat, was in seiner Macht stand. Doch das Kind war schwer verletzt. Also war es nicht Alexios. Okay. Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte? Er tut mir irgendwie leid, ey. Auch wenn der... ganz ehrlich, ne? Wenn die sich da gerade geküsst haben, da ist doch gar keine Zunge von dem. Ist das eklig. Oh Mann. Teilen eigentlich alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Ich bin nicht seine Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band. Heilig. Sicher. Dieses... Oh nee, ich finde das so witzig. Ich weiß, warum Krösus wollte, dass ihr euch die Zunge rausschneidet. In der Nacht, in der meine Mater mit meinem Bruder herkam, hielten die Priester und ihr ihn für tot. Krösus wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Ich mute mich mal dafür kurz. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass er so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind! Mein Kind!
Hör zu, wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Er weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach. Sagt es mir, bitte. Ich muss es wissen. Nicht einmal Apollon hätte den Jungen retten können. Midon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Kind im Arm, sang ihm vor, bevor sie ihn den Göttern übergab. Krysis nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Krysis? Es gibt einen Altar, zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas. Und Krysis ebenso. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung. Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung, Priester ohne Zungen und Kinder, die einer Verrückten überlassen werden. Meine Mutter war eine Närrin, euch zu vertrauen. Ich werde Krysis finden und sie wird für ihre Taten bezahlen. Ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie segnen. Du ekelhaftes Geschöpf aus der Hölle. Deine Mutter hat dich nie geliebt. Wo bist du? Ist die das hier? Ist das Krysis? Du ekelhaftes Stück Scheiße, du wirst jetzt sterben. Du wirst jetzt draufgehen. Wenn ich meine Mater finden will, ist Krysis der Schlüssel. Ich muss diesen Altar des Apollon Maleatas finden. Asche zu Asche. Wohin soll ich jetzt gehen? Der Altar ist im südöstlichen Teil des Tals der Träume. Im südöstlichen. Aha. Komisch, wer denn da auch ist. Das ist aber seltsam. Na, warte mal, ich markier mal lieber das hier, ist besser. Ja, das wird der Altar sein, glaube ich. Falls nicht, dann weiß ich, wo der... Dann, weil... Da, ja. Alter! Mein Adler macht einfach mal... einen Hirsch platt. Ich will nicht mit euch kämpfen. Nein, jetzt kommen die mit daher. Och nö, jetzt kommen die mit daher. Och, come on. Alter, wie lange kommen die mir denn hinterher? Ja, kriegst du. Was? Jetzt ist ja auch noch ein Bär. Ja, du komm her hier, ey, du Sau. Ah!
Scheiße. Hier, bam! Da kommt ja noch ein Bär. So, noch mehr Gegner hier oder nicht? Ich glaube, das war es tatsächlich schon, ne? Schätze gibt's hier noch. Soll ich jetzt erstmal die Schätze hier haben? Da oben ist einer und hier unten ist irgendwo einer. Ach da, das kleine Ding hier. Eieiei, ey. Was hier schon wieder an Party war. Da, der Altar des Apollon Maleatas. Na, na, na. Stufe 26. Jetzt spring da gefälligst auch rüber. Dankeschön. So, das machen wir jetzt mal ganz kurz. Den Fähigkeitspunkt ausgeben. Und zwar werden wir jetzt Ares Schlachthof versuchen aufzuwerten. Erstmal das hier. Das ist auch gut. Dieser Höchstleistungsangriff. Finde ich sehr, sehr cool. Hatte ich in Origins sehr oft benutzt. Und danach werden wir das. Dann die drei. Also die nächsten drei Level sind auf jeden Fall schon festgesetzt. Und ab dann werde ich mal ein paar Skillpunkte verstärken. Was ist das hier? Gut gerüstet. Die Rüstung ist verstärkt. Ja, okay. Flammender Angriff ist auch nicht so unwichtig. Und Pyromane ist auch ganz geil eigentlich. Ja, hier, Giftmischer ist auch ziemlich gut. Ist halt alles ganz geil, ne? Also, ja, mal gucken. Also Waffenruf will ich nicht, Verschwinden will ich nicht. Heldenschlag brauche ich auch nicht. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Aber Nix Schatten ist halt schon ziemlich geil, oder? Das ist schon cool. Gut, Leute. Das war's dann mit der Folge. In der nächsten Folge machen wir die Hauptquest natürlich wie immer weiter. Wir können sogar die Fähigkeiten alle zurücksetzen, sehe ich gerade unten. Das ist ja auch krass. Gab es das schon vorher, dass man die Fähigkeiten zurücksetzen konnte? Ha. Gut. Wie gesagt, wir sehen uns. Haut drin. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.